Schön, dass du wieder reinschaust zu einer neuen Folge von NBA 2K17. Es geht weiter mit den Trailblazers gegen die Utah Jazz und das heißt Maxi Baxi gegen Gobert. Das nächste Duell auf der Center Position. Gobert hat vor einigen Wochen selber in einem Interview gesagt, auf die Frage, wer für ihn der beste Center in der NBA sei. Natürlich ich. Ja. Könntest du jetzt mein Gesicht sehen, ein bisschen die Augenbraue hochziehen, denn da gibt es ja noch so zwischendurch einen Boogie, Whiteside, etc., etc., Jordan, so viele andere. Gobert ist auf jeden Fall auf dem aufstrebenden Ast, aber der beste Center in der NBA, ich weiß nicht. Was sagst du? Für mich ist Gobert nicht mal unter den Top 3, wenn ich ehrlich bin. Denn momentan sind für mich, ja, auf jeden Fall Towns, Boogie, also Cousins. Ja, und dann müsste man darüber diskutieren, ob Anthony Davis, ob man ihn als Center oder als Power Forward sieht. Mal so, mal so. Der zweite kommt und der zweite geht nicht. Pass zu Lillard. Na, Yi holt ihn runter. Und Goaltending von Favors. Okay. Das sah jetzt ehrlich gesagt nicht so aus, muss ich sagen. Denn auch wenn der Ball eine sehr niedrige Flugkurve hatte, glaube ich nicht, dass er den höchsten Punkt erreicht hat und schon beim Fallen war. Naja, gut. Kommt uns zugute. Der fällt nicht. Wir haben ihn. Pass zu McCollum. Man kann vielleicht darüber diskutieren. Geht wieder nicht rein. Dass Gobert defense-technisch der Stärkste oder einer der Stärksten in der NBA ist. Das ist okay. Aber gut, ich glaube, in der NBA überlebst du wirklich bloß, wenn du selbst von dir überzeugt bist. Na Mann, da gibt es das Box-Out von mir. Aber dann hole ich ihn nicht runter. Wahnsinn. Einfach reingelaufen. Turnover. Schwacher Start jetzt von mir. Ja, dann kommt auch so ein wichtiger Faktor mit dazu mittlerweile. Gobert kann als Big Man nicht von draußen werfen. Mittlerweile haben wir Cousins, der kann von draußen werfen. Wir haben Towns, der kann von draußen werfen. Wir haben Anthony Davis, der kann von draußen werfen. Wir haben jetzt auch noch Embiid, der kann von draußen werfen. Mittlerweile muss man echt sagen, als Big, wenn man weiß, okay, du kannst von draußen nicht zünden, ne? Kann man von der defensiven Einstellung her viel strikter agieren, als wenn ich weiß, scheiße, ich kann auch den Center nicht draußen stehen lassen. So, jetzt gibt's endlich mal die ersten Punkte. Na, Defense kommt zu spät. Aus dem Weg. Hayward einmal weggeschoben. Oh, Hayward wird jetzt gleich rauslaufen, das war so klar. Ja, gut. Und dann schenke ich Gobert die Punkte. Da fehlen mir leider einfach auf den ersten Zentimetern der Speed.
Prez dishes to McCollum. It's McCollum on the wing for three. McCollum nimmt ihn, macht ihn. Dreierbombe. 11 zu 7. Favors? Foul. Ja. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch einen Drummond, einen Jordan. Die Center-Position ist schon teilweise in der NBA monströs besetzt. Oh, ho, ho! Alter, ist der vorher nochmal aufgebounced? What the hell? Na, nur mal kurz zugestellt, dass Hayward da nicht sofort zünden kann. Der fällt. Auszeit. 13-11. So timeout called here, the first for Portland. This is their first chance to take a look at the Jazz this season. And as you would expect, they came out on top in last season's series. McCollum against this club, but no reason to expect anything different this time around. They just seem to match up very well whenever they play these guys. You can tell they have a ton of confidence. Der Block war perfekt, aber dann fällt der Dreier nicht. Johnson macht ihn over the glass. McCollum. Okay, kam hier nicht vorbei. Raus. Neuer Aufbau. Zu Turner. McCollum. Na gut, jetzt wird's eng. Damien. Ja, und zweimal getippt und keiner von uns hat ihn. Auch nicht schlecht. Plumlee. Ständig rein in den Post, oder beziehungsweise erstmal in die Zone. Ja, das ist easy going. Wenn ich so nah dran stehe, das ist auch noch meine Hot Zone. Und schöner Block von Turner. Hab ich. Fades. Plumlee holt ihn nochmal runter. Zweite Second Chance. Foul von Iggy. Turner, Crab. Na, wenn wir uns in den Weg stellen, da steht schon eine gute Wand. Schöner Pass. Und ich lege ihn wieder nicht rein. Crab. Das gibt's doch jetzt nicht, Mann. Geht doch, ey. 10 Points für Prez. 17 zu 13. Gobert. Fast der Stil. Das wär's. Was macht Press, Mann? Da kommt der Block, ey. What the hell? Alley-oop. Oh my goodness. Ganz schöner Pass. Den muss man da erstmal hinzelebrieren. Gibt's. Nee, doch kein Dreier. Ab geht's in die andere Richtung. Ganz locker reingelegt. Jetzt nehmen wir Fahrt auf. Der hat wieder uns. Ab geht's in die andere Richtung. Und wieder rein. Over the glass. 10 Punkte Führung.
und 16 Punkte im ersten Viertel. Auch mal eine Ansage, Iggy. Hat auch nicht gerade seine beste Season, muss man sagen. Hab ihn schon wesentlich stärker erlebt. Wir kriegen unsere erste Auszeit. Kommen rein, es steht 30-30. Auch nicht schlecht. Hurd. Kein Aufbau. Hayward läuft sich da frei. Versucht den Dreier zu nehmen, aber das ist natürlich ohne großen Effekt. Gibt es den Stil. Und da gibt es den Block. Von wem auch immer. Plumlee hat ihn weggeblockt. Nein! Ah, das sind immer so Steals. Das mag ich nicht. Mag ich nicht verstehen. Der Dreier fällt. Weil da keine aktive Handbewegung vom Gegner kommt. Nochmal raus zu Turner. Ja, mein Block hilft da leider gar nichts. Ja, der fällt. Das war jetzt bloß schwierig, sich in Position zu bringen, weil es schon sehr voll war unterm Korb. Ja, ist okay. Ich habe mal probiert zu stehlen. He has to be somewhat careful now. Two fouls in the first half. Doesn't want to pick up a third if he can help it. 33-32. Gerade eben habe ich gedacht, das wird ein geschmeidiger Blowout. Und jetzt plötzlich führen die Jazz. Oh my goodness, Mann! Volleyball! So good at reading the opposition and getting high with those rejections. So, und endlich fällt mal der Fade Move. Geht doch. Hood. Wieder ein Wurf ohne. Plumlee, der kann auch keine Dreier nehmen. Crab macht ihn rein. Ist mir auch schon dieses Jahr aufgefallen, wie viele Stepback-Dreier genommen werden. Ich kenne echt nur wenige, die diesen Stepback prozentual dann wirklich gut reinmachen. Also das sollte eigentlich in NBA ein Wurf sein, der ganz selten reingeht. Crab. Macht den Dreier nicht. Solche hingegen, die darf man mal machen, wenn man möchte. Wenn man möchte. Oh, Spin und dann reingelegt. And one. Den hau ich daneben. Egal. Schöner Move. Johnson nimmt den Dreier. Und wir haben ihn. Ab geht's in die andere Richtung. Der geht wieder rein. Und die Fans fangen an zu pfeifen. Eventuell waren wir jetzt gerade eben einen kleinen Lauf starten. Die Jazz spielen aber auch nicht schön und keine Plays, sondern warten prinzipiell nur darauf, dass sich einer draußen freiläuft um den Block herum und dann den Dreier nimmt. Das funktioniert halt auf Dauer überhaupt nicht. Das ist viel zu berechenbar.
Sie setzen ja auch Gobert viel zu wenig ein. Na, Hayward nimmt die nicht sofort nochmal. Ich habe gedacht, zündet vielleicht gleich nochmal. Letzte Possession. Oh my goodness. Nagelt er den Buzzerbeater zur Halbzeit rein. Mit diesem Buzzerbeater von Hayward starten wir rein ins dritte Viertel. Der tat den Jazz natürlich gut. 6 Punkte Führung. Ja, da kommt das Wurffoul von Gobert. Dieses Mal fällt er. Den zweiten mache ich wieder nicht rein, aber ich habe leider ein bisschen zu spät losgelassen. Gehört uns. Ja, und dann kommt das Boxout. Hinterher zurück. Unsere Ausdauer sieht gerade eben eigentlich ziemlich gut aus. Ich habe gedacht, Gobert nimmt den. Na, einfach nur hinstellen. Das reicht schon. Double-Double eingetütet. Und jetzt kassiere ich den Block. Defensiver Stopp. Hood kann ihn da nicht nehmen. Ja, und dann. Ich muss leider mich rausbewegen. Wegen der 3-Sekunden-Regel. Dieses Mal gibt es kein Entrennen. Punkte für uns. 29 Punkte. Im dritten. Ja, den muss er ja reinmachen, wenn er den nicht reinmacht. 5 Punkte, Unterschied, 45-40. Was war das für ein Pass, Damien? Nee, da kommen wir nicht mehr hinterher. Ganz, ganz miserabler Pass. Ein Turnover, obwohl er überhaupt nicht im Bedrängnis war. Das ist... Ich liebe es, wenn ich mitten im Wurf den Ball runtergeklatscht bekomme. Aber wir kriegen nochmal eine Auszeit. Und kommen rein. 64-64. Nee, fällt nicht rein. Also, es bleibt spannend. Okay, das habe ich jetzt eigentlich nicht so empfunden, dass ich schon 3 Sekunden drin stand. Na gut. Ja. Warum überhaupt hingehen, wenn man so schlecht steht? And one geschenkt. And one reingemacht. Pass kommt wieder zu spät. Oder überhaupt nicht. Ja, falscher Laufweg. He kicks to Kramp.
Five to shoot. Lillard left side. Und der fällt. Ein Lucky Shot von Damian. Ja, der Kommentator sagt es auch. Der war wirklich lucky. Dranbleiben, jetzt kommt eh gleich der Pass. Ja, da fehle ich dann als Big Man hinten. Ne? 4 Punkte wieder hinten. So, Buzzerbeater. Möglicherweise. Fällt nichts. Und damit gehen wir ins vierte Viertel mit einem Rückstand von 4 Punkten. Welcome back as we get rolling once more. The fourth quarter right ahead. Geil, kriegen nochmal eine Auszeit, kommen rein. Jetzt liegen wir mit 8 schon hinten, ne? Davis. Gut. Jetzt müssen wir unsere Defense echt konsequent spielen. Ja, out of bounds. Danke für das Geschenk. Fällt leider nicht rein. Ich bin heute von der Freiwurflinie einfach schwach. Warum auch immer. Das liegt leider auch teilweise an mir selber, weil ich nicht gut werfe. Entweder lasse ich zu früh los oder zu spät los. Hab da heute kein gutes Gefühl für. Soll es auch mal geben. 6 Sekunden, Hood. Der gehört uns. Rüber zu Amino, der hat ganz viel Feld vor sich und dann ein schöner Pass. That's a brain freeze right there from the entire defense. Now is not the time 5 Punkte. To lose your focus. Protecting the rim has to be their number one priority here in crunch time. They need to. Na, schade, fast der Steal. Gobert with a screen for Hood. Der gehört uns, ganz souverän. Amino. Dreier, wir haben heute, glaube ich, so gut wie noch kein Dreier geworfen. Und da sehen wir auch warum. Das kann am Ende schon entscheidend sein. Selbst wenn es nur wenige Dreier sind. Ja! Ey, ist es nicht zu glauben? Das habe ich gerade eben schon gedacht, ich muss nochmal raus. Dranbleiben. Ah. Und dann verliert ihn Damian und dann nochmal in die andere Richtung. Ich wollte gerade sagen, bitte. Lillard, was ist heute los mit dir? Ey. Also so wird es ein bisschen schwierig zu gewinnen. Wenn wir jede Defense gewinnen müssen, weil wir unsere Punkte nicht mal ansatzweise machen. Na Gott, uns. Not sure what the D was doing there. Clearly a breakdown. You can ill afford to give a guy like him that good. So, Mann. Reingestopft. The sheer energy. Love seeing Perez finish strong with the dunk. Utah leading by 3. 3 Punkte. Favors with the screen. Exum kicks to Hayward. Der fällt nicht. Hab ihn. He started off solid. Had 2 threes at halftime. But blank from deep sense. Und auch den mache ich wieder rein. 34 points for Prez. Schade, dass ich da keinen Foul bekommen habe.
off an assist. Here's Exum. Gobert the screen. Jetzt kommt der Pass zu Hood. Down low, Hood. Na, passt lieber. Kein Foul. And the Jazz lead by three. When this team is looking for a bucket, they turn to Rodney Hood. Just a remarkable player who's ready to score. Jetzt will ich mal was sehen, Mann. Na endlich, Damien. Aber glaube ich bloß, war kein Dreier, wenn ich das richtig gesehen habe. Egal, Hauptsache er macht ihn rein. 10 Sekunden, jetzt wird's eng. Für die Jazz. No! Bam, Mann! Defense! Gee, komm, der muss gehen, der muss gehen. Maxi holt ihn runter. Maxi macht ihn rein. Führung. Aber nur ein Punkt. Nur ein Punkt. 6 Sekunden. Jetzt wird's. Ja, auch den habe ich wieder. Pass rüber zu Amino. Amino zu Yi. Yi macht ihn nicht rein, aber 2 Freiwürfe. Dann der zweite geht auch. Jawohl, schön. 3 Punkte Führung. Der gehört uns. Schön, Amino. Und dann spielt er. Ich will ihn haben, um reinzulaufen. Leider ohne Erfolg. Ich hab ihn wieder. They've got a 13-2 run goal. 56 seconds. Mid-range jumper. Rein damit. In a moment full of pressure. Perez doesn't panic when the game is on the line. The Jazz shooting around. Da habe ich gesehen, dass Gobert einfach zu weit weg steht. Exum kicks to Hayward. To Exum. Nice ball movement by Utah. The feed to Hayward. Hayward. Und der nächste Blockmann. Und ab geht's in die andere Richtung. Grab. Und der Maxi macht's alleine. Transition. Block. Rebound. Bam. Anytime you get an opportunity to show off a little bit, you have to take it. That Kia Slam Cam replay really gave you a good look at the action. So wollen wir das sehen und nicht anders. Und Turnover. Ja, das ist. Das war's. Sowas kann man sich in der Phase halt überhaupt nicht erlauben. Man kann fast sagen, Game Winner Play, wenn es sowas überhaupt gibt. They've given up just 8 points in the fourth quarter. Prez passes to Lillard. We've got 13 seconds left in the fourth. Raus zu Amino. Fällt nicht. Aber noch 6 Sekunden, da wird nichts mehr passieren. Nimmt ihn nochmal, haut ihn daneben. Sehr, sehr geiles Spiel. 40 Punkte, 16 Rebounds, 1 Assist, 4 Blocks. Also, das war echt ein schönes Spiel. Und spannend auch. Hayward, 19. Favors, 11. Hood, 10. Axiom, 9. Und dann kommt der Punkt, den ich nicht verstehe. Warum sie Gobert nicht cleverer und mehr eingesetzt haben im Post. Ich meine, klar, ich hätte das versucht, alles wegzublocken, ne? Aber defense-technisch war ich eigentlich nur mehr damit beschäftigt, an ihm dran zu bleiben, als dass ich ihn im Post, in der Zone
aufhalte. Ja, und von der Bank kam natürlich auch viel zu wenig. Wir mit 40 Punkten, das ist natürlich bockstark. Lillard mit 18. McCollum, ich wollte noch sagen, ich hatte das Gefühl, dass der hat nur 8 Minuten gespielt. Der hat sich verletzt, glaube ich. Kann das sein? Minus 24. Steht zwar nicht hier, aber das ist eine Verletzung. Scheiße. Das ist natürlich jetzt wieder richtig mies. Naja. Hier nochmal der Teamvergleich. Und heute würde ich an dieser Stelle sagen, mache ich Schluss. Das war's wieder mit einer Folge von NBA 2K17 und Michael Weir mit dem Center. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Däumchen da, würde ich mich drüber freuen und schau das nächste Mal wieder rein. Bis dann, dein Max. Ciao.